Grüß mich an, willkommen zum heutigen Duell. Die Frage ist, ob Corona die Gemeindepolitik verändert. 70 zu 30, das sind Zahlen, die eindrücklich sind. 70% Stimmbeteiligung an Urnen, 3% Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Gemeindeversammlung. Über diese Thematik diskutieren wir heute. Wir fangen aber an mit einem kleinen Video, wie es die Brücke im Moment aussieht. Letzten Donnerstag hat die Brücke wegen der Pandemie seine Gemeindeversammlung im Freien abgehalten. Genauer gesagt, unter dem Dach vom Sonderbrückparking. Für den Gemeindepräsidenten ist die Gemeindeversammlung die wahre, direkte Demokratie. Ich bin der Meinung, dass Turnen birgt Gefahr, dass ganz viele Leute einfach ihre Stimme abgeben, ohne sich fundiert mit etwas auseinanderzusetzen. Jemand, der eine Gemeindeversammlung kommt, hat vorher die Botschaft gelesen, der weiss haargenau, um was es geht. Jetzt heute Abend war es nicht ein brisantes Geschäft, das wir hatten, aber bei einem brisanten Geschäft kann jemand aufstehen, kann seine Meinung sagen und kann eine Meinung zum Kippen bringen. Bei einer Urne ist das nicht möglich. Voilà, wahr gelebte Demokratie, das sagt Marc Meichtri. Ich habe zwei Gemeindepräsidenten, Gemeindepräsidenten bei mir, die Auskunft geben zu dieser Thematik in blauen Ecken. Madeleine Deckert von der FDP, sie ist Gemeindepräsidentin in Leubringen. Mhm. Und in ihrer vis-à-vis in roten Ecken der Niklaus Marti, er ist Gemeindepräsident in Grossaffoltern. Frau Deckert, ihr habt es gehört, wahr gelebte Demokratie, erlebt ihr das auch so? Ja, ich muss sagen, gerade am Anfang hat es mich gedacht, also bei der ersten Urnenabstimmung, die wir hatten im letzten Dezember, das ist eigentlich toll, da nehmen viel mehr Leute teil. Also eine riesige Stimmbeteiligung gegenüber der Gemeindeversammlung. Und jetzt nach 3 Urnenabstimmungen muss ich sagen, es fehlt natürlich die politische Debatte. Die kann man einfach so nicht anbringen. Wir haben zwar Fragen gemacht, Corona-bedingt mit Anmeldung, aber die Debatte hat gefehlt und das ist dann auch nicht sehr demokratisch, wenn man sich nicht austauschen kann. Die Debatte hat gefehlt, sagt Frau Decker. Ist das bei euch auch so? Eigentlich ist es ja gäbig als Gemeindepräsident, wenn man nicht angeschossen wird. Ja gut, das ist natürlich schön, wenn man nicht angeschossen wird. Aber für mich ist die Gemeindeversammlung ein urdemokratisches Instrument, das ich gerne beibehalten möchte, soweit es das geht. Nicht Telgel, es gibt Ausnahmen, wie wir das bei uns pflegen. Aber es ist natürlich so, die Leute sind nach und vor drauf. Meistens ist es langweilig, weil es ein Geschäft ist, das jeder kennt, das nicht spannend ist. Und heiss wird es eben dort, wenn es um kontroverse Geschichten geht. Erlebt ihr das so kontrovers? Was war kontrovers bereits in Leubringen und was könnte kontrovers sein? Wir haben jetzt, also die ersten Geschäfte an Urne waren nicht so kontrovers mit Budget und einem Beitritt zum Naturpark, aber dann das Dorfzentrum oder der Verkauf vom Areal, das war dann schon kontrovers. Und man muss sehen, dass die Gemeindeversammlung ist unser Parlament. Das fehlt sonst in einer grösseren Gemeinde oder in einer Stadt hat man ein Parlament. Und dort läuft eben der Austausch ab. Und das Feedback hat dem Gemeinderat natürlich auch gefällt. Wir haben nicht so recht gewusst, wo sind wir dran bis zur Abstimmung. Aber ist nicht so 3, 4, 5%, das kommen die Stürmen, sagen wir es auf Berndeutsch. Ihr habt also keine Legitimation in der Gemeinde, wenn 5% der Stimmbürgerinnen bei euch waren. Also sie haben natürlich die Chance, also mehr zu kommen, mehr Personen zu kommen. Das ist jetzt halt einfach so in der Sache. Man kommt an die Gemeindeversammlungen, kommen nicht sehr viel. Aber es gibt natürlich das Gegenteil, das ich gar nicht schätze. Wenn mobilisiert wird und Interessensvertreter kommen, Gruppierungen kommen, die dann das Ganze durcheinander bringen, dann weiss man schon, wenn sie reinkommen. 350 Leute einmarschieren, ist der Fall klar. Dann könnte man eigentlich schon abbrechen und ins Bier gehen. Dann hat man schon verloren, bevor es losgeht. Was gibt es für Instrumente bei euch gegen das Mobilisieren? Also, auf die 2, 3 Fälle, die wir hier hatten, wo es um heikle Geschichten ging, haben wir nachher das Organisationsreglement angepasst. Komischerweise war dort niemand dagegen. Und haben jetzt eigentlich alle Geschäfte über 1 Million, die wir automatisch müssen Turnen bringen. Könnt ihr so etwas auch mobilisieren, ein bisschen verhindern? Also, natürlich kann mobilisiert werden, das haben wir schon mehrfach erlebt. Kann natürlich beidseitig mobilisiert werden, in beide Seiten. Aber wir haben dort ein Instrument im Reglement, da kann man gegen die Gemeindeversammlung ein Referendum ergreifen innerhalb 30 Tagen und dann muss es an Turnen. Und dann hat die Debatte stattgefunden mit der Legislative vor der Gemeinde. Also mit den 30%, das denke ich mir ein bisschen schwierig. Weil
man muss dann die Leute haben, die das organisieren, die das in die Wege leiten. Und die finden jetzt den Weg, wie wir es machen, mit der Limite von 1 Million, finde ich eigentlich besser. Weil da weiss man ganz genau, wir tun das aufbereiten so. Da kommt eine Botschaft, da kommt ein Abstimmungszettel in allen Haushaltungen. Und dann können die Leute am Küchentisch herhöckeln und sich überlegen, was sie jetzt da dazu sagen wollen. Und vor allem können sie alle mitreden. Und nicht nur die 3%, die vorhin der Henning gesagt hat, die der Gemeindeversammlung nachher eine Stimmung machen. Wir hören, in Grossanfoltern gibt es ein anderes Reglement. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich organisiert. Wie dass es in Teufelen Gerolfingen ist, hören wir jetzt gerade im nächsten Beitrag. Die Gemeinde Teufelen-Gerolfingen organisiert einen Urnengang bei Geschäften, wo es eine einmalige Ausgabe von über 2 Millionen Franken gibt. Der Gemeinderat hat das im Jahr 2007 eingeführt. Dann hat es eine grössere Abstimmung gegeben und der Gemeinderat hat ein breiteres, abgestütztes Resultat gewählt. Für den jetzigen Gemeindepräsidenten ist das der pragmatische Weg. Wenn man mehr Leute hat, die abstimmen, dann ist es sicher demokratischer. Ich persönlich fände es natürlich toller, wenn viel mehr Leute an eine Gemeindeversammlung kämen. Weil an einer Gemeindeversammlung, da spürt man das Volk und der Gemeinderat zusammen und da kann bessere Lösungen wahrscheinlich zusammenfinden. Der Herr Hutzl hat gesagt, Sie regeln das auch mit einer Finanzlimite. Bei euch zu Grossanfoltern ist das gleich 1 Million. Wie gut sind die Erfahrungen? Die Erfahrungen sind eigentlich gut. Das Thema war bei uns die Schulzusammenlegung. Es ist natürlich kontrovers diskutiert worden. Jeder ist mal die Schule, jeder ist da Spezialist. Und dort war jetzt eine Abstimmung und ist ein klares Resultat. Und das ist dann auch breit akzeptiert worden. Das ist eine Finanzlimite, als bereits gesagt. Ist nicht das ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, manchmal gibt es ja auch Baustellen mit seinem Dorf, wo 100'000 Franken Budget fast mehr zu reden als die Limite von 1 Million. Anders gesagt, gibt es auch Geschäfte, wo man über die Million drücken kann, damit es an Turnen geht? Das ist natürlich möglich, aber wir haben einfach gesagt, der Spielraum bis 1 Million, den wollen wir beibehalten. Also das ertragen wir, das erdulden wir, wenn es da kontroverse Diskussionen gibt. Das soll so sein, also das Publikum, die Gemeindebürgerinnen, Gemeindebürger sollen auch merken, mal, wir können noch etwas machen. Aber die Turnenabstimmung ist wirklich ein Instrument, das breit akzeptiert ist. Sie kennen das nicht. Also ich meine, die Finanzlimiten, die jetzt Herr Marti hat erklärt, warum kennen Sie das nicht? Ist einfach übrigens noch ein bisschen rückständig. Nein, ich stelle mir dort die Frage, ist denn die Finanzlimite das, was es ausmacht? Weil wir haben Geschäfte, wo die Leute zum Teil viel mehr beschäftigen als jetzt das, was eben 1,2 Millionen ist, weil man eine neue Kanalisation muss legen. Also dort denke ich, fällt auch wieder der Austausch und die Partizipation der Bevölkerung und auch, dass man an einer Gemeindeversammlung zum Beispiel direkt einen Antrag stellen kann, wie zum Beispiel das Parlament kann. Und das fällt dann komplett. Da ist mir lieber, dass wir das Referendum ergreifen und es näher an die Urne geht nach dem Austausch. Aber es ist doch wichtig. Dass jeder daheim seine Stimme abgeben kann. Also ich finde das einfach nicht fair, wenn eine Gruppierung kommt und irgendetwas durchdrückt oder abwedelt und das nachher einfach so ist, dass es riesige Stürme gibt und vielleicht kommt man mal nach einer Zeit lang wieder mit dem gleichen Thema. Ich finde einfach, wenn ich jetzt schaue, die letzte Abstimmung war auch noch eine Abstimmung bei uns. Da ist es um Zahlen mit Planungspflicht gegangen, ohne ein Gestürm natürlich. Und da haben über 70% der Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger abgestimmt in dieser Angelegenheit. Das Resultat war relativ knapp, aber jetzt haben wir einen klaren Entscheid. Und jetzt ist das vom Tisch. Und das ist für uns als Regierung, sage ich jetzt mal einmal, in Anführungszeichen, ist das eine gute Sache. Aber genau das kommt ja eben dann nicht an die Turnen. Weil das ist ja nicht ein Sachgeschäft, wo es um Geld geht. Also wir sind jetzt mit der Ortsplanrevision, das beschäftigt die Leute sehr. Und das ist nicht beziffert. Und genau dort muss man ja den Austausch haben. Da hat man vorher, da hat man nach der Gemeindeversammlung und dort ist es so wichtig, dass das dann durchkommt. Vielleicht, Madeleine Decker, noch eine abschliessende Frage. Sie sind gleichzeitig Präsidentin vom Verein Seeland BLBN, wo alle Seeländer Gemeinden vereint sind. Habt ihr so einen Überblick? Ist das eine Diskussion unter den Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten oder geht da jede Gemeinde einfach den eigenen Weg? Ich denke, es ist natürlich in der Hoheit der Gemeinden. Das ganz klar. Aber es ist eine Diskussion, weil man eben gesehen hat, dass die Stimmbeteiligung höher ist. Wobei die letzte Stimmbeteiligung, die gleichzeitig zum Beispiel wir ein Geschäft hatten mit den nationalen Wahlen zusammen,
ist natürlich viel höher gewesen, als es sonst wäre. Das muss man auch sehen. Und was halt bei vielen Gemeinden auch schon ist, dass die Wahlen an der Urne sind. Und das könnte ich mir jetzt eigentlich vorstellen, weil dort ist die Debatte ja nicht unbedingt notwendig. Also man sieht, es gibt Geschäfte und Geschäfte. Es gibt Geschäfte, die an die Urne gehören. Es gibt Geschäfte, die von der Gemeindeversammlung gehören. Wir haben hier gar nicht eine einheitliche Meinung. Wir haben auch keinen Weg aufgezeigt, der die richtige Lösung ist. Die Debatte läuft, auch in den Gemeinden. Wir sind dafür, dass die geführt wird. Ich danke euch ganz herzlich für das Beisein. Das war die letzte Duellsendung vor einer kurzen Sommerpause. Wir sehen uns an dieser Stelle mit dieser Sendung wieder am 25. August. Hadi Minang.